Wir sehen ja gerade auf der Weltbühne, speziell wenn wir nach Großbritannien schauen, dass eine alte Energie abgelöst wird und eine neue sich auf den Weg macht. Und man könnte sich jetzt ja wundern, warum da so ein Bimborium drum gemacht wird. Und das ist eben kein Zufall. Denn gerade jetzt ist die Energie besonders gut darauf ausgerichtet, sich auf neue Wege zu machen. Und genau diese Energie können auch wir nutzen, indem wir uns selbst auf einen ganz besonderen eigenen Weg begeben und dabei selbst zum Wegbereiter werden. Zu diesem Thema habe ich schon mal ein ausführliches Video erstellt, aus dem ich jetzt gerne nochmal das Wichtigste mit euch teile. Neustart und Aktivierung der Wegbereiter. Ja, heute geht es mal um ganz neue Energien, die vor allem in den letzten 2 Wochen sehr stark in unser Feld gekommen sind. Und zwar haben sie sich ja schon bei den letzten 10 Portaltagen angekündigt, bei denen es eben um die Aktivierung der Zehe ging oder eben auch der Füße. Ich habe da sehr viel Podcast-Episoden drüber gemacht und sehr ausführlich darüber berichtet. Und jetzt ist es wirklich an der Zeit, oder jetzt sind die Energien wirklich dafür da, dass wir neue Wege gehen müssen. Und ich habe das auch in den letzten 2 Wochen bei mir persönlich gemerkt, dass unglaublich viel neue Projekte in mein Leben kamen, beziehungsweise auch die Projekte, die irgendwie noch unfertig im Feld herumhingen, die haben nochmal einen richtigen Anstoß gekriegt, Anschubs, die jetzt in eine neue Bahn zu lenken. Also es geht wirklich darum, dass wir jetzt die Weichen neu stellen, um unseren Projekten eine völlig neue Richtung zu geben. Und deswegen war ich in den letzten 2 Wochen auch sehr stark damit beschäftigt, diese Projekte wirklich jetzt in die Bahn zu bringen. Aber heute geht es erstmal darum, wie wir selber unsere eigenen Projekte, unsere eigenen neuen Sachen, die eben ins Feld kommen, wie wir sie am besten ja aktivieren und auch wirklich auf den Weg schicken. Ja, was ich bei diesen neuen Wegen wirklich sehr stark in Erfahrung gebracht habe, dass wir es mit einer völlig neuen Qualität zu tun haben, wenn wir jetzt neue Wege aktivieren oder neue Wege bereiten. Denn das, was wirklich sehr unterschiedlich ist, ist, dass wir in der Vergangenheit sehr gut noch auf die Erfahrung des Verstandes zurückgreifen konnten. Wenn wir neue Wege beschritten haben, dann war es meistens so, dass uns selber immer ein paar Erfahrungen zur Verfügung standen oder dass wir uns auch an anderen orientieren konnten, die diesen Weg schon mal gegangen sind. Und so haben wir quasi mit dem Verstand so einiges abchecken können und einige Ziele vielleicht auch definieren können und haben uns ein bisschen sicherer gefühlt, wenn wir neue Wege gehen wollten. Natürlich muss man bei diesen neuen Wegen immer sagen, immer wenn wir neue Wege gehen, dann sind das immer sehr starke Herausforderungen für uns. Wir wissen ja nie so genau, was auf uns zukommt und wir wissen nie, ob das Projekt läuft, ob es die gewünschte Fahrt aufnimmt oder es kann natürlich auch mal sein, dass es nicht funktioniert, dass es floppt und von daher schrecken ja viele Menschen von sich aus schon davor zurück, neue Wege zu gehen. Sie bleiben lieber in ihrer Komfortzone, in dem, was sie kennen, da haben sie sich gut eingerichtet, damit sind sie vertraut. Und von daher, überhaupt neue Wege zu gehen, ist ja immer ein gewisses Risiko. Wenn wir in der Vergangenheit allerdings neue Wege beschritten haben, konnten wir auf Erfahrung zurückgreifen oder wie gesagt auch mit den Erfahrungen anderer Menschen arbeiten. Und das hat uns das ein bisschen erleichtert. Und das hat sich jetzt aktuell total verändert. Also so habe ich das eben in den letzten 2 Wochen bei meinen Projekten, die ich jetzt neu auf den Weg gebracht habe, gemerkt, dass keinerlei Verstandeserfahrung zur Verfügung stehen. Ich konnte überhaupt nicht mit dem Verstand in dem Bereich arbeiten, weil das, was wir jetzt im Außen erleben, das gab es noch nie. Da haben die Menschen keine Erfahrung aus jüngster Zeit, auf die sie zurückgreifen können. Niemand hat das. Und so stehen wir wirklich vor diesem neuen Weg und die ganzen alten Wege sind weg. Also man kann sich das so vorstellen, wenn du sonst neue Wege für dich persönlich gegangen bist, dann bist du zum Beispiel, konntest du die Autobahn nehmen oder du konntest eine Landstraße fahren oder einen Fahrradweg
oder manchmal war es wenigstens ein Feldweg oder ein Trampelpfad. Und diese Wege sind jetzt alle weg. Du stehst jetzt am Rande einer Wiese, auf der es keine Wege gibt. Gar keine Wege. Also noch nicht mal ein Trampelpfad. Es ist noch niemals jemand über diese Wiese gegangen. Aber du weißt, du musst über die Wiese gehen, weil es keine anderen Wege zur Verfügung stehen. Die anderen Türen sind jetzt alle geschlossen und es gibt jetzt nur noch den Weg durch die Pampa, den noch nie jemand gegangen ist. Und du hast keine Ahnung, was um die Ecke liegt. Ob da irgendwie ein großer Berg kommt oder eine Schlucht oder ein Tal. Das können wir im Moment alles nicht sehen. Das Einzige, was wir sehen können, ist bestenfalls einen Schritt, den nächsten Schritt. Und den kann man sich eigentlich nur ertasten. Du kannst den nicht richtig sehen. Es ist so, als ob das alles vernebelt ist. Du siehst deine Hand vor Augen nicht. Und trotzdem musst du dich irgendwie fortbewegen. Und mit dem Verstand kommen wir im Moment da nicht weiter. Ja, und so stellt sich die Frage, wenn ich jetzt meinen Verstand nicht nutzen kann für die neuen Wege, gibt es irgendwelche Instrumente, die ich stattdessen nutzen kann? Und ja, die gibt es. Du kannst zum Beispiel aus deinem Bauchgefühl heraus agieren. Jeder hat ja ein Bauchgefühl, ob sich etwas gut anfühlt oder nicht. Und mit diesem Bauchgefühl kannst du arbeiten. Und es ist eines der drei Instrumente, mit dem du arbeiten kannst. Und ich arbeite immer parallel mit allen dreien zusammen, weil die drei Instrumente sich unglaublich gut ergänzen. Also ich fühle einfach aus dem Bauch heraus, wie fühlt sich dieser neue Weg an? Und dann fühlt man schon, ob das so ein kribbeliges, spannendes Gefühl ist, ob das sich irgendwie gut anfühlt. Und wenn das so ist, ja, dann ist das natürlich so eine Resonanz, wo du sagst, okay, der Weg fühlt sich aus dem Bauch heraus schon mal gut an. Das zweite Instrument ist das Herz. Und mit dem Herz, da sehe ich immer, also das Herz ist ja auf der gleichen Höhe wie die Arme. Also es ist, als ob man da so mit den Armen schon ein bisschen vortasten kann. Und diese Aktivierung der Hände, dass sie ins Handeln kommen, das geschieht jetzt während der 10 Portaltage. Aber wir können jetzt schon mal so imaginär auf diesem Weg spüren, wie sich das so ungefähr anfühlt. Und das dritte Instrument ist der Geist. Und der Geist, damit ist natürlich nicht der Verstand gemeint, sondern der Geist, der auch als der Heilige Geist bezeichnet wird oder das höhere Bewusstsein. Man muss wissen, dass dieser Geist weder Zeit noch Raum kennt. Von daher ist es für den Geist völlig egal, in welcher Zeit wir uns befinden. Er kann in alle Zeiten hineingehen. Und auch dort bekommen wir eine Resonanz, die uns eine Art Feedback gibt über einen neuen Weg. Also wenn sich vor mir ein neues Projekt aufbäumt oder zeigt, wo ich noch nicht weiß, wie das weiterläuft, dann checke ich das so mit diesen drei Ebenen ab, ob ich in Resonanz gehe mit diesem Weg. Es ist auch immer eine gewisse Freude damit verbunden. Gerade aus der Herzensebene kommt eine Freude, die sagt, oh ja, diesen Weg würde ich so gerne beschreiten, auch wenn ich jetzt überhaupt nicht weiß, ob das geht. Und vor allem, wenn ich meinen Verstand frage, dann sagt der Verstand, nee, sorry, auf gar keinen Fall, weil den Weg gibt es noch gar nicht. Den Weg gibt es nicht und von daher vergiss es, sagt der Verstand, weil der Verstand, der kann nur auf Erfahrung zurückgreifen. Aber wir haben derzeit keine Erfahrung über das, was jetzt auf uns zukommt. Und von daher diesen rationellen Verstand können wir im Moment nicht so sehr als Instrument mit einbeziehen. Der würde uns davon abraten. Von daher ist er im Moment kein so guter Ratgeber. Der beste Ratgeber ist eben der Geist, das Herz und dein Bauchgefühl. Und ich habe eben in den letzten 2 Wochen die Erfahrung gemacht, dass ich wirklich meinen Verstand zur Seite legen muss. Ich bin auch dafür wirklich einige Tage in die Stille gegangen, weil ich ganz klar eine Information bekommen habe. Geh in die Stille, schalte das Denken total runter, sprich noch nicht mal, so dass mein Verstand wirklich wie auf Null runtergefahren wird. Und die drei anderen Ebenen treten dann hervor. Das Bauchgefühl,
das Herz und natürlich der höhere Geist, der Heilige Geist, das höhere Bewusstsein. Und dort fühlst du, ob dieser Weg richtig ist für dich jetzt. Und dann geht es darum, dass wir ihn auch wirklich gehen, dass wir nicht am Rande des Feldes stehen bleiben, sondern dass wir jetzt auch mit den Füßen gehen, die Schritte tun. Und ich bin die letzten 2 Wochen viele neue Schritte gegangen, viele neue Wege habe ich aktiviert. Also sie sind jetzt wirklich aktiviert, so als ob die Weichen gestellt wurden, 180 Grad in die entgegengesetzte Richtung. Und viele neue Sachen werden jetzt auf den Weg gebracht. Und wir haben jetzt gerade die Chance dazu, diese neuen Projekte auf den Weg zu bringen. Das ist die Qualität, in der wir jetzt uns gerade befinden. Wir gehen eine völlig neue Spur, eine völlig neue Richtung und aktivieren den Weg, indem wir einfach nur die ersten Schritte tun, ohne zu wissen, wohin es geht, wohin es führt, sondern es geht wirklich nur darum, den Startknopf zu drücken. Wenn sich das gut anfühlt, aus dem Bauch heraus, aus dem Herzen heraus, mit dem höheren Bewusstsein, mit dem Heiligen Geist, wenn sich das gut anfühlt, drücken wir den Startknopf, indem wir einige Schritte auf diesen Weg gehen, auch wenn der Verstand uns völlig davon abrät. Denn die neue Zeit geht dahin, dass wir uns von diesen 3 Bereichen leiten lassen. Körper, Geist und Seele könnte man auch im übertragenen Sinne sagen, dass die in den Einklang gehen oder Dreiklang gehen und jetzt neue Wege aktivieren. Ja, und somit möchte ich dich mit dieser Episode einfach dazu ermutigen, deine neuen Herzensprojekte auf den Weg zu bringen, auch wenn der Verstand dabei ausflippen mag und sagen mag, um Gottes Willen bloß das nicht. Aber jetzt sind die Energien perfekt dafür, etwas völlig Neues anzufangen. Und lass dich nicht irritieren, wenn diesen Weg bisher noch nie jemand gegangen ist. Es ist einfach die Zeitqualität da, dass wir uns ganz neue Sachen erschließen und wir auch das Werkzeug dafür haben, es erspüren zu können und auch verbunden zu sein mit dem Höheren, das uns da durchführen wird. Und da voller Vertrauen einfach die neuen Wege zu beschreiten. Denn diese neuen Straßen werden jetzt gebaut, überall. Nicht nur in dem großen Bereich von Mutter Erde, sondern auch in dem ganz kleinen Bereich deines ganz eigenen persönlichen Umfeldes. Und du bist der Straßenbauer, du bist derjenige, der diese neuen Straßen jetzt wirklich beschreitet oder diese neuen Straßen und Brücken baut, indem er sie geht. Und ich kann dir sagen, dass es mit sehr viel Freude verbunden ist. Trotz der ganzen Unsicherheit ist es mit sehr viel Freude verbunden. Und wenn du den Weg gehst, überwindest du im Gehen die Unsicherheit und findest wieder in eine Sicherheit, in ein Vertrauen, in eine Art Urvertrauen. Und darum geht es letztendlich, dass wir dieses Urvertrauen, dass wir diese Sicherheit jetzt in uns selber finden, nicht im Außen. Im Außen ist nichts dafür bereitet, ganz bewusst, damit wir aus dem Inneren es uns selbst bereiten und wir selber wieder so der Erschaffer und der kreative Mensch werden, der völlig neue Herzensprojekte ins Leben ruft, und zwar genau so, wie du dir das schon immer gewünscht hast. Und ich wünsche dir ganz viel Freude dabei.